Schon zum zweiten Mal in Folge kann das Honda-Autohaus Vogel in Chemnitz glänzen, und zwar in Sachen Werkstatt. Denn das Autohaus an der Annaberger Straße holte sich zum zweiten Mal in Folge und mit einer noch besseren Punktzahl als beim ersten Mal einen ersten Platz beim ADAC-Werkstatttest. Diesmal gab es ein sehr gut als Prädikat, die höchste Auszeichnung, die vergeben wird. 100 Punkte kann man maximal erreichen, 97 gingen an das Chemnitzer Autohaus. Das Autohaus Vogel hat förmlich einen Punkt mehr bekommen und damit wieder sehr gut erreicht. Und das ist positiv für das Autohaus und positiv natürlich auch für die Ausstrahlung für die Kfz-Händler in Sachsen-West. Das Servicepersonal weiß dabei nicht, ob und wann ein solcher Test bei Ihnen durchgeführt wird. Die Testwagen werden sozusagen ins laufende Werkstattprogramm geschoben. Es werden immer Kunden aus unserer Werkstatt, also Werkstattkunden von uns immer genommen. Und die werden von ADAC angesprochen. Dann fahren die mit ihrem Auto in die ADAC-Werkstatt. Dort werden ein paar Fehler eingebaut. Und genau diese Fehler gilt es zu finden und schließlich zu beheben. Der Testkunde, der vom ADAC beauftragt wird, fährt also mit seinem Wagen ins Autohaus, der dann hier schon in der Direktannahme auf Herz und Nieren geprüft wird. Der Werkstatttest ist ein eigener Test des ADAC. Der wurde bundesweit durchgeführt. Dazu wurden vom ADAC in Heimlichkeit Werkstätten ausgesucht und Autohäuser ausgesucht. Nicht immer fiel das Ergebnis dabei so hervorragend wie beim Chemnitzer Autohaus Vogel aus. Die Kunden zumindest wissen das gute Abschneiden zu schätzen. Wir haben auch schon Grußkarten geschickt bekommen, dass das eine sehr ordentliche Sache wäre und sie wären zufrieden in unserer Werkstatt. Schließlich will der Kunde sein Auto in guten Händen wissen. Das ist es in einem der Betriebe der Kfz-Innung Sachsen-West-Chemnitz auf alle Fälle. Und im Fall des Honda-Autohauses Vogel sogar in einem vom ADAC ausgezeichneten.